Sonnabend, 10 Uhr auf der neu gestalteten Rennstrecke in Vechta. Der BMX-Nachwuchs tritt kräftig in die Pedale. Über 30 Kinder ab 5 Jahren lernen ein paar Tricks von echten Weltmeistern. Das ist dein Rad und das ist das Gate. Du musst mit dem Gatter mitgehen. Das ist der schnellste Start. Du musst praktisch schon auf der Strecke sein, bevor das Gatter unten ist. Auch die Hindernisse wollen mit der richtigen Technik gemeistert werden. Das Gewicht hinter das Rad verlagern und dann kommt das Vorderrad automatisch hoch. Drei Dinge sind für einen guten Fahrer entscheidend. Der Start, die Technik und die mentale Stärke. Das alles muss auf der Strecke in die Ideallinie gebracht werden. Nach innen, nach innen! Die Technik ist für Kinder entscheidend. Die Kraft ist nicht ausschlaggebend. Ihre mentale Stärke entwickeln sie mit ihren Trainern. Insgesamt 2 Trainingseinheiten à 2 Stunden haben die beiden Niederländer in Vechta gegeben. Tipps und Tricks, die den Nachwuchsfahrern bei ihren nächsten Rennen bestimmt helfen werden. So auch beim Höhepunkt des Jahres für den BMX-Club Vechta. Der deutschen Meisterschaft Anfang Juli auf der eigenen Bahn, dem Stern des Nordens.